5. Und das waren die 5, die ich eigentlich übersehen habe. Das Vorkommen, was ich gesehen habe, ist erst hier drüben. Aber so wie ich mein Glück jetzt kenne und weil ich jetzt gerade übelst großkotzig war, steht jetzt gleich im Chat, RCH ist gestorben. In Lava verbrannt. Ich hätte recht. Weil... und hinter dem Lavasee ist der Diamant an der Wand. Was mal denn? Redstone Diamant? Ach, jetzt hab ich gerade gewundert, warum es dunkel geworden ist, aber... Redstone macht ja Licht beim Abholen. Immer noch. So. Hätten wir jetzt mal Holz mitgenommen. Da könnte man eine Workbench machen. Da könnte man hier das Wasser nutzen, aber naja. Hat er nicht. Hat er nicht mitgenommen, ja. Hat er gedacht, braucht er nicht. Nee, hat er einfach vergessen. Nein. Sterbe nicht. Ich brauche definitiv einen riesengroßen Darkroom im Keller. Für die ganzen Büsche. Wobei die Büsche hier auch am Hellen wachsen. In der Lava. Na, die ganzen Kupferbüsche, Alubüsche, Essenzbärenbüsche, die wachsen alle nur im Dunkeln quasi. So war mein eigentlicher Wissensstand. Aber hier sind die ja alle zwischen... Lava auch im Hellen. Alter! Ich grab mich hier durch die. Durch das Gestein. Zum Diamant von hinten ran, weißt du? Hau den letzten Stein weg. Was. Was erblickt mich da? Diamant. Ein hässliches Creeper-Gesicht. Stack Erde mitnehmen sollen. Ja, ich habe nichts mitgenommen. Nichts mitgenommen. Planlos. Ohne planlos. Aber hat trotzdem gelohnt, weil 8 Diamanten. Hast du gehört? Oder war gerade Ton weg bei dir? Nee, war Ton weg, ja. Was? Soll ich es nochmal sagen? 8. Was? 8. Das kommt ganz abgehackt, kommt das rüber. Ah, ich weiß auch nicht, das ist bestimmt schon wieder leck. So, nochmal 8 Zahlen. Ja, ich weiß, 8. 8, ne? Jetzt ist es durchgekommen, okay. Okay. Nee, es ist ja. Wisst ihr nicht, dass wir nachher drüber reden und ich sage, nee, es waren 8. Nicht weniger. Es waren wirklich 8. Ja. Waren 8. Was ist denn? Kies. Okay. Ich kann nochmal einen Screenshot von Inventar schicken. Ja, aber ich bin noch nicht aus der Höhle raus. Ja, ich habe meine Schlucht jetzt halbwegs beleuchtet. Ich fahre mir Rohstoff ohne Ende. Das ist so okay. Man muss halt bescheiden bleiben. Ja, bin ich. Ja. Wie viel waren's? 8. Ich werde mir eine Spitzhacke bauen. Werde wieder hier runtergehen. Werde Obsidian abbauen und werde hier vor deinem Haus eine riesengroße 8 aus Obsidian bauen. toll. So. So. Und, da unten ist ein Enderman. Ich will jetzt erstmal. Ich bin schon eine Etage tiefer? Scheiße. Weg. Du bist schon wieder im Kreis.
Da oben war ich noch gar nicht. Ach du Kacke. So. Schön Skelett. So cool. Sehe ich dich gleich wieder im Chat oder was? Ich hoffe nicht. Ich bin jetzt gerade wieder total aufgeregt. Es wird schwer an, hier mit den 8 Diamanten aus der Höhle hochzuspringen. Ein Glück haben wir das jetzt hier alles aufgenommen. Also ich muss die Diamanten nicht mehr so weit verstecken wie früher. Wo ich immer Angst hatte, dass ich geklaut wäre. Wie denn Angst, dass die geklaut wirst? Ja, ich weiß doch nicht. Eine Kiste im Fluss aufgebaut, beziehungsweise so dass hinterm Wasserfall war eine Tür. Ja, ich hab mir Sachen einfallen. Musst du nur durchtauchen und bla bla und trotzdem hab's gefunden. Ja, weil manche Sachen hat er gefunden, was ich zu mir teleportiert hab. Manche Sachen. Guck mal, richtig Momente. Pop. Ja. Manche Sachen, das war zum Teil dann so, dass ich total paranoid, wenn jeder mit auf dem Server war, schnell dahin, irgendwas gemacht und wieder weg. Oder dann hat schon versteckt Raum hinterm Netherportal. Das hinterm Portal um eine Ecke rum, das war halt auch so ein versteckter Schaltkreis. Und da war es aber auch so, dass dann Performance so extrem gelitten hat von dem damaligen Server, weil da so ein riesengroßer Redstone-Schaltkreis hinterm Netherportal war. Irre. Einfach nur irre. Ich denke, das sollte der Server hier jetzt ein bisschen besser verkraften. Machen wir auf jeden Fall. So. Mal richtig. Nicht Terraform. Ah! Was denn? Eisenbärenbusch. Ich hab schon wieder total vergessen. Geh mal aus dem Eisenbärenbusch. Nein! Eisen machen. Gar nicht. Silbererz, okay. Oh mein Gott. Schicke Lampe. Ein Schädling. Eisenkammer. Alter, das ist ein Schein. Ich dachte, man könnte aus den Bären irgendwie hier. Könnte man aus den Bären auch irgendwie dann wieder das Zeug herstellen? Du kannst die Bären in den Ofen hauen, dann kriegst du Nuggets, glaube ich, raus. Wenn du einen neuen Nuggets hast, kannst du. Genau. Die craften, ja. So war's. So ist ähnlich. Oder war's. Brennst ihr? Genau, die Bären brennst du im Ofen zu Nuggets. Da ist jetzt wieder die Frage. Es wird wahrscheinlich. Ich habe ja noch ein paar Eisen-Nuggets irgendwo gehabt. Die wir gleich am Anfang gefunden hatten. Das wird jetzt bestimmt wieder nicht gehen, weil die waren, glaube ich, von Minecraft und die jetzt sind vom Tinker's Construct. Ah, die heißen Iron. Ach, von Garden Stuff waren die. Na, das wird bestimmt wieder nicht gehen, wie ich mich kenne. Was denn? Na, die Iron Nuggets, die ich hab, die waren von Garden Construct. Die werden wieder nicht kompatibel sein mit denen von Tinkers. Ja. Aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt auch 3 Eisenbärenbüsche. Silber, Zinn, Gold, Eisen, Kohle. Also das waren jetzt meine ersten Eisenbärenbüsche. Nicht dein Ernst. Was denn?
seit wann spawnen Viecher, wenn die keine drei Blöcke hoch sind? Wie keine drei Blöcke hoch sind? Wenn die Höhle keine drei Blöcke hoch ist. War das denn schon mal so? Das Einzige, was drei Blöcke hoch ist, waren früher Endermen. Die haben drei Blöcke Spawn-Dingsbums gebraucht. Ansonsten hast du alles, was Mobfarm ist, zwei Blöcke hoch betrieben. Alter, fuck. Aber vier Blöcke müssen frei sein. Ich glaube, die brauchen vier freie Blöcke. So, da. Ich bin jetzt hier gerade zu meinen Dings gegangen. Ich bin jetzt hier gerade zu meinen Essenzbärenbüschen gelaufen. Auf einmal steht da direkt neben den Essenzbären ein Creeper. Ja, das stelle ich mir blöd vor, wenn das alles, sag ich mal, dunkel ist. Dunkel ist, ja. Dann spawnt er da viel Zeit ohne Ende. Ist ja dann im Endeffekt wie eine Mob-Farm ohne das zu nutzen. Ohne Farm. Hm. Ja, muss man mal gucken, wie ich das mache. So, wie anders betreibe. Hm. Ich bin ja auf jeden Fall im Rohstoffrausch. Da ist die Dings fast ein bisschen zu friedlich, ne? Die Dings, die Musikmesse? Ja. Ja, also, es reicht, es geht. Das Ding ist, ich habe halt eine große Schlucht, die ist rechts und links, hat die quasi 1, 2, 3 Absätze. So, jetzt musst du halt, um von der einen auf der anderen Seite zu kommen, quasi einmal ringsrum rennen. Es hat irgendwie die Hälfte vom Gespräch gefehlt. Discord. Oder du hast mir nicht geantwortet. Ist Discord am Abkacken, also geantwortet habe ich schon. Wegen, die Musik ist zu freundlich. Nö, es geht. Solange wie ich hab grad zu dir gesagt, die Musik ist fast zu freundlich zum in der Höhle Zeug abbauen und da hast du dann einfach geantwortet mit ja, und da sind hier vier Felder frei. Vier Felder frei? Naja, du hast halt dein Gespräch wegen der wegen deiner Höhle hier weitergemacht. Ja, alles gut, hat's scheiße. Die brauchen die vier Blöcke in jede Richtung oder was? Hm. Beim Spawn? Ich glaube ja. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich könnte das Problem ja einfach umgehen und Steps machen. Du könntest unten einfach Steps machen, ja? Halbe Höhe. Dann dürfst du dann nichts mehr spawnen. Das müssen wir jetzt mal machen. Weil hätte ich gerade wieder eine Facecam gehabt, hätte man wieder was zu lachen gehabt. Ja, vor allem die Essenzbärenbüsche, du hast sie ja jetzt selber gesehen, du hast sie ja jetzt auch. Die sind ja nicht viel anders von der Textur wie der Creeper. Ja. Und ich komme da im Stockdunkeln um die Kurve und auf einmal bewegt sich der Essenzbärenbusch. Und ich dachte mir, halt. Das hat er vorhin noch nicht gemacht. Nein, stopp. Wer bist denn du? Achse. So, jetzt habe ich schon meine Eisenachse geschossen hier. Jetzt muss Zwille das nur mal rein. Funktionieren, ja. Dass das wächst, ja. Mal gucken. So, sollte es klappen. Salz. Hier?
Hat schon gelohnt, der kleine Ausflug, ey. So. Jetzt. Redstone. Yeah! Was? Der Atlas. Das ist der Atlas. Sehr geil. Da ist Village, Dorf eingezeichnet mit den Kitten. Das ist mega geil. Add Marker. Schlafen. Warte, kleinen Moment. Hier kann man so verschiedene Icons auswählen. Wir nehmen natürlich das und nennen das Home. So. Geil. Ich geh ins Bett. Guten Nacht. Ich schlaf schon mal. Ich versuch's. Guten Morgen. Guten Morgen. So. Mal das Eisen aus dem Ofen holen. Das Alltägliche, wie man das früh vor der Arbeit macht. Eisen aus dem Ofen holen, Zinnbarren aus dem Ofen holen. Ach, Eisen wächst. Ist noch nicht fertig. Eisen dauert aber wieder lange heute. So. Jetzt hauen wir mal gleich mal hier die Zinnbeeren rein. Hören wir mal gleich die ganzen Bären hier noch. So müsste jeder Baum wachsen. Wir stehen normal eine Eiche gesetzt. Und die ist aber schön in alle Richtungen gewachsen. Also nicht bloß nach oben, auch ein bisschen seitlich. Sieht auf jeden Fall geiler aus wie. Ja, nur halt die Kragen. Die geraden Stummel. Ich weiß, was du meinst. Nicht nur, dass mehr Holz rauskommt, sondern es sieht halt cool aus. Es verbindet sich nicht, wie gedacht. Was denn? Die Eisen Nuggets von Tinker Construct mit den Iron Nuggets aus dem Garden Stuff. Ja, das hab ich ja quasi gemacht. Aber ich probier mal, ob das geht. Wenn ich die hier mische. Da einen Baum rauskriege. Ja, das geht. Gott sei Dank. Gut. Also geht's doch. Die Nuggets an sich mischen sich nicht. Aber du kannst sie dann einfach aufeinander legen. Was haben wir denn jetzt noch? Haben wir die hier? Ich muss nochmal umräumen. Ja, den Satz werden. Ja, ich glaube, das schon. Ja. Alu, Gold, Eisen, Form, Ticker, das können wir so machen. Machen wir so. Zinn, Zelt. Genau. Haben wir das doch ein bisschen geordnet. Und jetzt nehmen wir die Eisen jetzt und die nehmen wir vor. So, da passt das zusammen. Perfekt, Alfredo. Da. Ja, in Zukunft versuche ich sowas vielleicht zwischen den Folgen zu machen. Das Ganze brennen. Das wird ja jetzt alles nicht weniger. Im Gegenteil. Jetzt steht ja einer Expedition nichts mehr im Wege. Nur die Stacks werden größer. Zinn Tinker. Perfekt. Alu. Das war. So. Ne, das war Silber. Das war Alu. Genau. Und die Nuggets davor. Ja, Mensch. Gut. So, hier können wir rein.
Dings rein. Dann sieht. Ah, Playerz haben wir ja auch. Yep. Das sieht ja aus wie ein. Also, das auf den ersten Blick, so in dem Kleinen, sieht das halt aus wie ein kompletter Stein einfach. Ja. Und kann man auch nicht mit der Steinspitzhacke abbauen. Du musst eine Eisenspitzhacke finden. Ah, das habe ich gar nicht getestet, weil ich die ja quasi. Ich hatte ja keine Steine mehr. Ja, so ist es. So. Wir brauchen einmal Expedition. So. Das war schon mal in Reihenfall. Den Schüsselhammer kann man eben da lassen. Bett. Kohle? Ja, ich bin gerade noch am. So. Holz. Sticks. Eisen. Fackel. Überlege ich gerade, wie war denn das? Was? Konnte den. Man konnte den benennen. Den irgendwie konnte man den. Ja. Konnte den irgendwie einen Namen geben. Ich weiß aber nicht mehr wie. Na gut. Daran soll es jetzt nicht scheitern. Kann ich das Eisen reintun? Kann man das Holz reintun? Das reintun. Den Hammer braucht man eigentlich nicht. Das kann man noch mitnehmen. Das kann man mitnehmen. Das nehmen wir noch mit. Wachse. Was passiert denn eigentlich? Mit wem redest du denn wieder? Mit Mario Setzi. Das Knochenmehl draufhauen. Ja. Knochenmehl wurde einfach bloß schreddern, genau. Einfach bloß den Knochen zerlegen, genau. Ja, und da musst du ja jetzt trotzdem noch warten, bis der reif ist. Nö, muss nicht. Aber ist wieder Knochenmehl drauf. Ja, geht auch. Müssen quasi mal ein bisschen was zu essen mitnehmen. Die Fackel lassen wir da. Den Atlas können wir da hinlegen. Können wir die Erde. Das war jetzt so nicht gedacht. Aber den Rucksack können wir da. So. Also ich habe eine Doppelkiste fast voll mit Samen. Nö, bei mir sind es recht wenige so Samen, aber. Ja, von allem, also es wird halt mehr. Ich habe halt hauptsächlich jetzt Kartoffeln angepflanzt, weil ich mich ja aktuell sehr viel von diesen gebackenen Kartoffeln ernähre. Da eigentlich ausschließlich. So. Apropos, da haben wir noch welche. Das ist alles leer gebrannt. Kohle nehmen wir auch noch mit. Vorsichtshalber, da ist für was gut ist.
Kohle mit. Das lassen wir erstmal da. Das tun wir da hoch. So. Dann werden wir erstmal unser geschütztes Heim verlassen. Hast du eigentlich mit die oft ist schon gestorben? Nee. Am Anfang, wo du das zweite Mal gestorben bist, hab ich mir gedacht, mal gucken, wie oft das noch passiert. Aber so beim fünften Mal, glaube ich, hab ich dann einfach gedacht, okay, das war das letzte Mal. Nein, wir wollen auf Expedition, wir wollen nicht in eine Höhle. Ach, schreck mich nicht so. Das ist nicht der Ernst. Was denn? Ja, ich hab Holz mitgenommen, aber ich hab keine Workbench mitgenommen. Kannst du auch Holz machen. Und kein Bett mitgenommen. Das kannst du nicht aus Holz machen. Naja, bedingt. Nein. Wir sind ja Schafe in der Nähe. Unten ist eh gerade eins fast tot. Au, oh, ah. Blöd. Ja, ja, das mit den Setzlingen einsammeln. Schon ein bisschen ungeil. Was ist denn das, oder? Ich glaube, ich gehe gleich nochmal zurück, weil es wird ja schon Nacht. Ist ja richtig gut, die erste Expedition. War ausgedehnt auf jeden Fall. Ja, ich bin hier ein Stück auf meine Tierwiese gegangen. Und dann ging die Sonne auch noch. Plan läuft quasi. Ja, bei einer Expedition ist Plan und alles. Ich hoffe, du bist in der Nähe von dem Bett. Klei. Wann Klei? Ja, ich craft jetzt noch ein Bett. Wie lange brauchst du denn? Liga. So. So, guten Morgen. Heute gehen wir nochmal auf eine Expedition. Was? Schon wieder? Die zweite, ja. Ja, wird ein langweiliges Let's Play. Jeden Tag eine Expedition. Ich weiß auch nicht, ob die Richtung so die richtige ist, aber... Mal gucken. Was hast du denn angepasst? Ja, hinten raus. Hinten raus, gut. Nee, quasi bei mir hinterm Haus. Quasi weiter. So genau zwischen Schneebiom und diesem Forest-Biom hier drüben. Da wo ich vorhin schon mal ein Stück hingelaufen bin, wo die übelst vielen Kühe waren. Mal gucken. Wie lange das mitmacht hier. Ich denke, wenn hier hinten irgendwann mal so ein... Na, sag's mal schnell. So, ja. So ein Dschungelbiom kommt oder so. Mal gucken, was der Server da sagt. Bei mir kam gerade eine Windows-Meldung. Ah, cool. Da war das Spiel nicht mehr im Vordergrund, konnte ich gerade nichts mehr machen. Unschlecht. Sorry. Also, wenn er hier ein neues Biom lädt und nebenbei hier diese tausenden Tiere, hat er schon ganz schön zu rudern. Cool. Hier steht ein Eisblock. Einfach so auf der Wiese. In der Ecke. Dachte schon, ich hab wieder ein Schweißerschwein gefunden. Das war nur so ein Wikingerhelm. Die finde ich eigentlich fast noch cooler wie die Schweißerhelme. Na, das Schweißerschwein sah schon geil aus. Das kam halt auch so unerwartet. Ah. Ja,
Wir fahren mal erstmal, das nehmen wir erstmal natürlich. Wir haben jetzt Platz. Wenn ich jetzt auf die Schnelle wüsste, in welcher Höhe die es Diamanten gab. Ich glaube ab 6. Von 6 bis 18 oder so, ne? Ne, so weit oben nicht, ich dachte. Alter, was ist denn mit dir, du blöde Wildsau? Aua, aua! Willst du mich rollen? Was denn? Alter, die Wildsau hat mich schon gerade den Berg runtergeboxt. Ist halt ein Wildsau, ne? Ich hab da aber gar nichts getan. Aber hier stand vorhin ein Junges. Kannst du mal sehen, wie realistisch das Spiel ist? Das ist so ein. Ne, hör doch auf. Ja, Schwein, ich will dir nur helfen. Also wenn sie das so... Krass. Krass, krass, krass. Ach so, wenn du dir noch einen Atlas bauen willst, ich hab ausreichend Redstone in einer Kiste.